Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Sie wollten ihn alle weghaben und die, die ihn weghaben wollten vor der Bundestagswahl, sind jetzt selber alle weg und er ist noch da. Einen wunderschönen guten Tag, Frank Schäffler. Tag, hallo. Hätten Sie das erwartet? Nein, wir waren natürlich alle überrascht, dass es knapp wird für die FDP. Das zeichnete sich ab, aber dass sie nach über 60 Jahren nicht wieder im Bundestag einzieht, das ist schon, das konnte man nicht erwarten. Ich habe die erste Zuschauerfrage, um die kommen wir nicht herum, gefragt, löst sich die FDP jetzt auf und wenn ja, wo ist die Abschiedsparty? Das ist noch nicht ausgemacht. Ich glaube, die FDP versucht jetzt einen Neustart im Dezember. Ob der dann gelingen wird, das wird man sehen. Christian Lindner ist ja derjenige, der zur Wahl steht als Bundesvorsitzender. Und für ihn kommt natürlich eine schwierige Aufgabe zu, denn er muss die FDP zusammenhalten. Sie darf nicht in alle Windrichtungen zerstreut werden. Und dann hat sie eine Chance, dass sie wieder auferstehen kann. Zum schönen Christian komme ich gleich noch. Ich will noch kurz bei der FDP bleiben. Man kann ja verstehen, dass man politische Gegner hat, die einen angreifen. Aber bei der FDP habe ich zumindest das Gefühl, dass mittlerweile eine gewisse Aversion oder ein Hass da ist. Also dass da so eine Abscheu ist vor dieser Partei. Wie erklären Sie sich das? Das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir erstmal eine Minderheit vertreten im Wählerspektrum. Ja, die allermeisten sind halt staatsgläubig, sind linke Parteien in diesem Land. Und da ist es natürlich, da sind wir das Gegenmodell. Und deshalb ist die FDP in ihrer Geschichte immer angefeindet worden. Ja, Baumhirsch ist aus der konservativen Ecke immer angefeindet worden für ihre Bürgerrechtspolitik. Und Lambsdorff aus der linken Ecke angefeindet worden. Also das ist nichts Ungewöhnliches für uns. Der Punkt ist nur der, die haben halt gekämpft. Ja, die haben auch gestanden im Zweifel. Die haben sich nicht verbiegen lassen. Sie reden über Leute wie Leutheusser Schnarrenberger, die bekämpft wurden, aber vor allem innerparteilich. Woher kommt das? Ja, das drückt letztendlich auch die unterschiedlichen Strömungen, die der Liberalismus immer hatte, heraus oder aus. Der deutsche Liberalismus hatte immer einen linken und einen rechten oder würde ich sagen einen Bürgerrechtsflügel und einen marktwirtschaftlich orientierten Flügel, wobei links und rechts da die falschen Kategorien sind, denn das hat sich in der Geschichte des Liberalismus ja auch immer verschoben, was jetzt gerade die Linksliberalen waren. Also die marktwirtschaftlich Liberalen waren historisch eigentlich die Linksliberalen, Eugen Richter und andere. Also ich glaube, das ist halt der Grund, wieso man nach dem Krieg versucht hat, die liberalen Parteien zusammenzufassen in der FDP. Und gleichzeitig gab es diese Konflikte aber unterschwellig immer weiter. Und in den Personen eben Baumhirsch auf der einen Seite und Lambsdorff und andere auf der anderen Seite. Woher kommt die Idee zu sagen, diese Partei war immer eine Klientelpartei? Naja, aus, ich glaube, zwei Dinge. Zum einen hat man natürlich versucht, die FDP immer dann auf gewisse Themen zu reduzieren und auf Steuersenkungen, auf Mehrwertsteuersätze und so weiter und so fort. Das kennen Sie ja. Und auf der anderen Seite hat es die FDP zugelassen. Das ist eigentlich der Vorwurf, den man der FDP selbst machen muss. Sie hat es einfach zugelassen, dass dieses Bild über sie beschrieben wird. Und der Grund ist dafür, dass wir das in einigen Teilen tatsächlich gemacht haben. Die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für Hotels ist eigentlich keine liberale Forderung, denn Liberale sind für gleiche Regeln für alle. Da greift man nicht eine bestimmte Branche raus und macht für die was Gutes, sondern man sorgt dafür, dass die Regeln so geschaffen werden, dass sie für alle gleich sind. Also für Hotels. Da wird hier von Liefern geredet, also als wäre man ein Politdienstleister. Ja, auch das, genau. Politik, wir haben ja so ein falsches Politikverständnis aus meiner Sicht in Deutschland. Ich habe das auch selbst im Wahlkampf gemerkt. Da fragten die Leute, ja, was können Sie eigentlich für mich machen? Ja, was kann der Staat für mich machen? Und das ist aus meiner Sicht die völlig falsche Fragestellung, sondern viel wichtiger wäre eben, wie man die Kräfte
jedes Einzelnen stärkt und nicht überlegt, was kann der Staat jetzt an dieser oder jenen Ecke noch für diese oder jene Branche, für diese oder jene Personengruppe noch zusätzlich machen. Das führt ja eigentlich zu diesen ganzen Ungerechtigkeiten, über die sich dann am Ende alle beklagen. Vor wenigen Tagen kam die letzte Sendung Neues aus der Anstalt und da war ein gelb-blauer Banner. Da stand Mission Accomplished, ähnlich wie George Bush eins aufgestellt hat. Wie kommt es, dass eine Fernsehsendung so Genugtuung empfindet, dass diese Partei weg ist? Ja, das politische Kabarett, aber auch die öffentlich-rechtlichen Sendungen, die sind natürlich eher links verortet, ja, und das sind die Liberalen erstmal auch in der Minderheit. Und dann ist es natürlich dankbar, wenn man auf den Wahlverlierer, auf das, was man eh immer wollte, eindreschen kann. Und wenn das auch bei der Wahl dann tatsächlich so gewählt wurde. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, sondern das hat es in den 70er Jahren auch gegeben oder in den 80ern. Das Entscheidende ist nur, dass die FDP nicht dagegen hält. Das ist eigentlich aus meiner Sicht, wir haben keine Kämpfer, sondern wir haben einfach nur, ja, wir vertreten eine Art, oder einige davon, so eine Art mitfühlender Liberalismus, der es allen recht machen will. Aber das ist eigentlich keine liberale Politik, die es allen recht machen will, sondern man muss auch für seine Überzeugung kämpfen und auch bis dahin kämpfen, wo es wehtut und nicht zurückweichen. Das ist das Entscheidende. Sie müssen jetzt Ihre Büroräume räumen, für die anderen auch. Tut das weh? Ja, das ist... Das ist schon blöd. Neben der Arbeit, die man dabei hat, ja, so Dinge auszumisten. Betrifft das natürlich auch viele Mitarbeiter, die ja alle nichts dafür können und die man sich alle neue Jobs suchen. Das ist schon, es gibt da schönere Stunden. Wie ist es, wenn man tatsächlich jetzt schauen wir uns mal jetzt den aktuellen Zustand der FDP an. Wie ist es, wenn all diese Mitarbeiter im Bund, da wo das Spiel gespielt wird, hier in Berlin, wegbrechen? Wie ändert das das Profil einer Partei? Die FDP ist ja in den letzten Jahren eigentlich eine Funktionärspartei gewesen, ne, mit ganz vielen Landtagsabgeordneten, ganz vielen Bundestagsabgeordneten, mit vielen Mitarbeitern und so weiter. Wenn das alles wegbricht, was jetzt wegbricht, dann ist es zwangsläufig so, dass die FDP sich ja völlig verändern muss. Und ob sie das schafft, das ist tatsächlich noch nicht so ganz ausgemacht, denn das ist eine ganz große Herausforderung. Da müssen die Mitglieder selbstbewusster werden, die müssen das Heft selbst in die Hand nehmen. Es wird da nicht so viel administriert wie in der Vergangenheit. Und naja, das erfordert eine andere FDP, eigentlich eine neue FDP, die von unten sich neu aufbaut. Das war ja auch das, was ich mit dem Mitgliederentscheid, aber auch mit dem liberalen Aufbruch, den ich innerhalb meiner Partei mitgegründet habe, wollte, ne? Dass wir eine selbstbewusste FDP von unten aufbauen, die sich einfach verändert, die nicht immer nur das akzeptiert, was gerade der jetzige Vorsitzende gesagt hat oder was der vom Papier vorlegt. Das ist nicht per se richtig und gut, sondern umgekehrt wird daraus ein Schuh, dass wir eher von unten versuchen, die Inhalte nach oben zu transportieren. Und das ist eben in der Vergangenheit missglückt und auch nicht gewollt gewesen. Und das wird sich jetzt ändern. Das ist der Mit Christian Lindner kann der das? Ich hoffe, dass er das kann. Wenn nicht, wird er scheitern. Ich glaube, er muss eben schon darauf achten, dass er ja die Basis mitnimmt, die unterschiedlichen Richtungen der Partei mitnimmt. Und er hat ja gesagt, er will das. Ich hoffe, dass er dann auch Taten folgen lässt. Also die Medien, die ich so erlebe, tun so, als wäre Lindner nicht in der gleichen Truppe gewesen wie Rössler und Bahr und so weiter. Also als wäre das ein ganz anderer, der jetzt kommt. Aber theoretisch war der doch auch praktisch bei denen dabei. Also wo ist die Erneuerung? Naja, wir können ja eine Partei nicht völlig neu beginnen. Da müsste man eine neue Partei gründen, sondern es sind ja die vorhandenen erstmal da und jetzt muss man gucken, wie man mit denen vorankommt. Doch, ich muss nachhaken. Hat der sich davor geschickt aus der Affäre gezogen und kommt jetzt wieder?
Das weiß ich nicht, ob er sich geschickt rausgezogen hat. Er ist ja im Zuge des Mitgliederentscheides kurz vor Bekanntgabe des Ergebnisses damals zurückgetreten. Er hat das ja nicht offenbart, was die Gründe tatsächlich waren. Aber es werden gute Gründe gewesen sein, sonst hätte er das wenige Tage davor nicht gemacht. Ja, natürlich ist damals nicht alles gut gelaufen. Und auch er hat da seinen Beutel zu tragen an der Stelle. Und gut, er hat ja dann danach auch bittere Monate für sich erlebt. Man hat ihm ja auch vorgeworfen, er sei fahnenflüchtig gewesen und so weiter. Aber er hat dann natürlich einen genialen und auch einen aufmunternden Wiederaufstieg geschafft in Nordrhein-Westfalen mit der Landtagswahl. Wir haben die größte Landtagsfraktion seit langem in Nordrhein-Westfalen jetzt und das ist natürlich sein Verdienst. Bei allem, was er auch falsch gemacht hat in der Zeit zwischen 2010 und Ende 2011. Reden wir über jemanden, den Sie wahrscheinlich besser kennen als Christian Lindner. Das ist Frank Schäffler. Sie hatten kein schlechtes Ergebnis im eigenen Wahlkreis, oder? Naja, ich habe mir schon mehr erhofft. Also, ja, ich hatte zwar das fünftbeste Erststimmergebnis in Nordrhein-Westfalen, aber das war trotzdem ziemlich bescheiden, das war ziemlich schlecht. Und ich habe halt dann die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig ist gegen den allgemeinen Trend, insbesondere wenn die FDP medial bundesweit so dargestellt wird, dagegen anzugehen oder dagegen zu punkten. Das funktioniert nicht. Das ist eine bittere Erfahrung, die ich gemacht habe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele ganz positive Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, ich hatte ein Unterstützercamp, wo ich 50 junge Leute aus ganz Deutschland eingeladen habe, die eine Woche Wahlkampf für mich gemacht haben und gleichzeitig so ein Seminarangebot bekommen haben. Und naja, diese Vernetzung, die da stattgefunden hat, ja, die trägt heute noch und die wird auch morgen noch tragen. Das ist eigentlich. Trägt die bis ins Präsidium? Sie kandidieren fürs Präsidium. Ich hoffe das. Ich will ja auch meiner Partei damit signalisieren, dass ich am Wiederaufbau mithelfen will. Und ich glaube, dass die FDP tatsächlich nur eine Chance hat zu überleben, wenn sie, naja, alle Kräfte auch versucht mitzunehmen. Und ich bin jemand, der mit meiner Partei auch immer kritisch umgegangen ist. Und na, ich behaupte, hätte man an der einen oder anderen Stelle die Weichen eher in meine Richtung gestellt und nicht sich bockig einfach darauf zurückgezogen hätte, dass die Führung immer recht hat, dann wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Es gab viele Möglichkeiten, den Karren umzudrehen. Ja, sei es bei der Mehrwertsteuerfrage der Hotels, sei es bei der Energiepolitik, sei es bei der Europolitik. Es gab immer Punkte, wo die FDP hätte andere Weichen stellen können. Und diese andere Weichenstellung habe ich zu diesem Zeitpunkt immer eingefordert. Aber man hat gesagt, man müsse jetzt zusammenhalten, man müsse jetzt... Na, ich kann mich erinnern, wir saßen hier ein paar Tische weiter. Man hätte sie am liebsten geköpft damals. Das ist ja, gut, sowas machen Liberale natürlich nicht. Aber natürlich gibt es viele, die meinen, der Schäffler ist jemand, ein Störenfried und wir müssen jetzt Einigkeit zeigen und so. Aber Einigkeit setzt natürlich erstmal eine gewisse inhaltliche Übereinstimmung voraus. Und diese inhaltliche Übereinstimmung, die gibt es nicht. Und die muss man auch erst suchen. Man kann, das Problem der Vergangenheit war immer, man hat Einigkeit gesucht, ohne die inhaltliche Einigkeit vorher festzustellen. Und damit hat man ganz vieles überlagert. Und das Problem ist, dass diese unterschiedlichen Vorstellungen bis heute eben vor sich hin wabern. Und naja, das ist dann ja, unverantwortlich aus meiner Sicht. Also so wie Sie sagen, ist Christian Lindner wohl der nächste gute Mann, wenn das ein integrativer Typ ist. Also wenn der auf Pluralismus steht und die Partei einen will und alle Flügel auch bedenken möchte. Was bringt der Schäffler-Flügel, was bringt Frank Schäffler für eine Vision mit im Gepäck für die Erneuerung der FDP? Anders, wie wollen Sie die Partei, warum sind Sie mal Mitglied geworden? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, ich bin damals Mitglied geworden, weil ich viel von Marktwirtschaft, von
auch vom Recht halte. Und dafür ist eigentlich auch von der individuellen Freiheit, dass eben der Staat sich nicht immer einmischt in jede Lebenslage. Und das hat mich überzeugt. Und dafür standen damals eben auf der einen Seite Leute wie Hirsch und auf der anderen Seite Leute wie Lambsdorff. Und beide haben eigentlich die entscheidenden Flügel oder die entscheidenden Strömungen in der Partei geprägt. Und naja, und ich glaube, wir brauchen eben wieder mehr Lambsdorff, um das auf die Personen zu reduzieren. Also wir brauchen eigentlich mehr Marktwirtschaft. Wir dürfen jetzt nicht, nur weil das zurzeit vielleicht nicht so gut ankommt, weil alle anderen sagen, die Marktwirtschaft ist blöd, darf die FDP, muss es auch eine Partei geben, die Marktwirtschaft und auch das Recht hochhält. Und der Staat greift in jeder Ecke in Recht und damit auch in Marktwirtschaft ein. Ja? Ob das Frauenquoten sind in Unternehmen, ob das Mindestlöhne sind, ob das immer wird eben in das individuelle Recht von Einzelnen eingegriffen. Ja, es wird ihnen gesagt, sie müssen jetzt eine Frau einstellen, die darf aber kein Foto auf ihrer Bewerbung haben, ja, weil das diskriminierend eventuell sein könnte. Also sie können nicht entscheiden heutzutage, wen sie eigentlich haben wollen. Ja? Und jemand, der auch im liberalen Aufbruch mitmacht, der sagt eben, ja, auch die Eheschließung ist ja eine Diskriminierung. Ja? Denn sie entscheiden sich eben für diese Frau und für keine andere. Ja? Und das heißt, der Staat versucht eben, in die individuellen Rechte immer stärker einzugreifen und uns allen. Und dagegen muss sich die FDP wehren. Vielleicht hinkt der Vergleich, aber ich will auf was anderes hinaus. Wo war denn die FDP beim NSA-Skandal? Oder ist jetzt die FDP beim NSA-Skandal? Also sie war zumindest zu leise. Ja? Ich glaube, wir waren ja bei aller Kritik auch an meiner Partei, wir waren ja die Vorratsdatenspeicherung abgelehnt haben auf europäischer Ebene, gegen alle Parteien. Ja? Wir haben eine Strafzahlung auf europäischer Ebene in Kauf genommen. Das heißt, in diesem Thema brauchen wir eigentlich keine Nachhilfe. Früher sind Kollegen in der FDP, die sind bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, um Dinge zu verhindern, beim großen Lauschangriff und bei anderen Dingen vorzuhalten. Bei der FDP kann man sich nicht mal vorstellen, dass sie auf die Straße geht bei so einem Thema. Ja, das ist so. Muss man sich schmutzig machen? Ja, absolut. Wir müssen eben, ich glaube tatsächlich, wir müssen dahin gehen, wo es tatsächlich wehtut. Man wird nur glaubwürdig dadurch, indem man an die Grenzen geht. Ja? Indem man auch so weit geht als Politiker, dass das am Ende dazu führt, dass man sein Amt oder seine Aufgabe verliert. Ja? In der Regierung zum Beispiel. Ja? Der Wähler oder auch der Koalitionspartner, je nachdem, die müssen halt wissen, dass das mit der FDP oder mit einer Partei nicht zu machen ist. Ja, wenn die das versuchen, dann gehen die lieber freiwillig raus in die Opposition, anstatt sich zu verbiegen. Und bei der FDP hat man den Eindruck gewinnen können, dass das Weiterregieren wichtiger ist als die Inhalte. Und das haben wir zugelassen. Auch teilweise berechtigt, also wir haben das auch willentlich zugelassen. Und ich glaube, das ist der Hauptvorwurf, den man der FDP machen muss, dass sie eben, dem eigentlichen Weiterregieren die Inhalte hinten angestellt hat. Und das ist natürlich verräterisch und das ist natürlich unverzeihbar, denn das ist unterschwellig eigentlich das, was man verraten hat. Und da kommt man nur raus, indem man es wieder umdreht. Ja, da haben wir jetzt Zeit und Gelegenheit genug. Wenn Sie mir zum Schluss noch Ihre nächsten Schritte nennen, was machen Sie die nächsten Monate bis zum Bundesparteitag? Gleich räume ich erstmal mein Abgeordnetenbüro aus und dann fahre ich in Herbstferien mit meiner Familie in den Urlaub nach Sizilien und da schreibe ich noch mal ein Buch zu Ende. Ich habe in den letzten Jahren immer ein Buch schreiben wollen und müssen, was ich zugesagt habe, aber nie geschafft habe. Und das will ich jetzt bis Ende des Jahres vollenden. Aber
ins Präsidium geht man ja mit Pauken und Trompeten. Bereiten Sie da was vor? Ja, ich bereite natürlich vor, dass ich da kandidiere und dass ich auch Unterstützer finde dafür. Weil ich meine das in allem Ernst, die nächsten Jahre werden für die FDP nicht einfach, sondern die werden existenzbedrohend weiter bleiben. Und wie gesagt, da ist mein Angebot auch an Christian Lindner, dass ich da mitmache und mithelfe. Ob er es annimmt, das wird man sehen. Bin ich auch sehr gespannt. Ich weiß, dass bestimmt 90% meiner Zuschauer mit der FDP nichts anfangen können, aber ich bin von der Resonanz her weiß ich, dass über 50% mindestens was mit Frank Schäffler anfangen können. Ja, das ist ja schon mal eine Basis. Das ist schon mal eine Basis. Hätten wir immer 50%. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe ja schon sehr früh Gefallen an Ihnen gefunden. Also ich werde sicher die nächsten Jahre einfach mal mitgehen und ganz sicher nach dem Bundesparteitag gerne mich nochmal mit Ihnen treffen auf dem Kaffee. Gerne, freut mich auch. Vielleicht bei Ihnen im Wahlkreis? Ja, genau, vielleicht. Ja. Oder in Köthen. Jawohl, dankeschön. Wunderbar, ich danke. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist der Wirtschaftskriminalist Uwe Dolata, der ein bisschen über Korruption und Lobbyismus in Deutschland erzählen wird. Bis zum nächsten Mal.